Mein Name ist Karl-Heinz Segers. Neben mir sitzt meine Frau Christine. Ich bin hier in Bergen auf Rügen am 8. August 1926 geboren. Und 1953 sind wir mit meiner damaligen Familie in den Westen abgehauen und in Hamburg gelandet. Die Insel Rügen hat mir während meiner Zeit in Hamburg sehr gefehlt. Deswegen war auch das Bestreben, immer mal wieder hierher zu kommen. Ich bin nach Rügen gekommen mit meinem Mann 1976 das erste Mal und war so begeistert von der Landschaft und von den Menschen auch. Wir freuten uns auf die Urlaube hier und haben dadurch also die Insel kennengelernt. Und nun kam die Wende und das, was Schöneres konnte es ja gar nicht geben für uns beide. Und wir haben uns dann so gefreut, als dann der Herr Genscher auf den Balkon trat und ihr könnt in Zug steigen und ihr werdet in den Westen gefahren. Also wir haben so geweint vor Freude und dann uns ein Glas, nicht nur ein Glas, eine ganze Flasche Sekt gegönnt. Ja, jedenfalls am Wochenende sind wir dann gleich nach Mecklenburg reingefahren. Also Richtung Grenze, genau. Richtung Grenze und da sahen wir sie alle kommen und ach, es war so schön. Und wir wurden empfangen in Mühleneichsen, weiß ich noch. Da standen sie auf der Kreuzung und haben uns Kaffee und Kuchen angeboten. Es war alles so herzlich und freundlich, es war richtig schön.